أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسولنا صلوات. Heute geht es uns um das Fasten im Monat Ramadan. Dazu werden wir zu Anfang wieder einige Fragen klären, wie: Was ist das Fasten? Warum fasten wir? Und woraus das Fasten generell besteht? So, als Einleitung wollen wir dafür das zweite Kapitel des 29. Briefes kurz anreißen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Das Fasten im Monat Ramadan ist eine der ersten der fünf Säulen des Islam. Es ist gleichzeitig eine der markantesten Äußerungen der islamischen Lebensart. Das Fasten im Monat Ramadan birgt viele Geheimnisse in sich, welche sowohl den Herrschaftsanspruch Gottes des Gerechten als auch das soziale Leben des Menschen als auch das persönliche Leben der Gläubigen prägt. Hier wurde bereits die erste Frage, das heißt, was ist das Fasten, bereits geklärt. Und zwar ist das Fasten, wie hier gesagt wurde, eine der ersten fünf Säulen des Islam und eine der markantesten Äußerungen der islamischen Lebensart. Dazu gibt es auch noch eine Überlieferung von unseren Propheten, die eine Abhandlung zwischen Allah und dem Ego darstellt. Das werden wir zum Ende noch klären. Was die zweite Frage angeht, warum wir fasten, gliedern wir diesen Abschnitt in drei Teile. Das heißt einmal hinsichtlich des Herrschaftsanspruchs Allah selbst, als zweites den Bereich des gesellschaftlichen Lebens und als letztes wiederum den Bereich des persönlichen Lebens. Was das erste betrifft, sehen wir, wenn wir uns mal umschauen, dass Allah die ganze Erde mit vielen Gnadengaben verziert hat. Aber der Mensch, der mit der Zeit sich an diese Gnadengaben einfach gewöhnt, fällt in Trägheit und vergisst Allah und spricht diese Gaben den äußeren Ursachen selber zu. Das heißt, er wird von diesen geblendet. Er schaut sich den Apfelbaum an und sieht, dass der Baum den Apfel gibt und erkennt Allah hinter diesem Vorgang nicht mehr. Die Verpflichtung zum Fasten im Monat Ramadan sorgt letztendlich dafür, dass Allah sinnbildlich sagt, ich bin dein Versorger. Es ist nicht der Baum, von dem du diese Gaben erhältst. Was hindert uns denn im Ramadan davon, den Apfel zum Beispiel zu essen? Es ist doch nichts äußerlich Verändertes da. Der Apfel ist immer noch da und ich möchte ihn immer noch essen. Im Ramadan ist der Apfel auch da und ich möchte ihn immer noch essen. Aber im Ramadan darf ich das nicht. Das heißt, da möchte Allah uns klar machen, dass dieser Befehl zum Essen im Hintergrund, den Allah uns während des Tages nicht erlaubt, nicht erbringt, fehlt, dass wir dieses Essen essen können. Und dadurch merken die Menschen, sie erwachen aus dieser Trägheit und merken, okay, diese Gaben kommen nicht von dem Baum. Ich darf sie nicht so essen, wie ich möchte. Ich darf sie nicht so verzehren und benutzen, wie ich möchte. Sondern ich habe einen Herrn, auf dessen Befehl ich warten muss. Als zweiter Punkt, das gesellschaftliche Leben. Und zwar legt der Islam ja bekanntlicherweise sehr viel Wert auf die Beziehung zwischen Arm und Reich. Wir hatten in der Türkei mal einen Ministerpräsidenten, dem gesagt wurde, die Menschen sind so arm, dass sie kein Brot zum Essen finden können. Da hat er geantwortet, dann sollen sie doch Kuchen essen. Wie kann ein Mensch, der nicht einmal den Unterschied zwischen Brot und Kuchen kennt, Mitleid mit den Armen haben? Und um diese Beziehung zwischen Arm und Reich am Leben zu erhalten, wird den Moslems im Fastenmonat Ramadan verpflichtet zu fasten, damit man einmal merkt, wie es sich anfühlt zu hungern, wie es sich anfühlt, nichts zu essen und zu trinken zu haben, um somit eben die Barmherzigkeit auf Seiten der Reichen zu gewinnen und gleichzeitig aber auch den Respekt der Armen hinsichtlich der Reichen zu gewinnen. Das ist ein Miteinander ist, anstatt ein Gegeneinander. Arm respektiert die Reichen und der Reiche hat Mitleid mit den Armen und gibt seine Almosen. Zum dritten Teil, dem Teil des persönlichen Lebens. Und zwar ist es so, wenn wir jetzt sterben und nicht in die Hölle kommen, wo kommen wir automatisch hin? In den Himmel, richtig? So ist es auf der Erde nun mal auch. Wenn man sich von diesen körperlichen Bedürfnissen mal abreißt, das heißt, dass man merkt, dass man auf diesen Körper gar nicht so sehr angewiesen ist, wie man denkt. Wenn man sich mal von Essen und Trinken trennt, dann wendet man sich automatisch vom Körper ab, wendet sich automatisch der Seele zu und fängt an, Sachen zu tun, Gebete zu machen, mit denen man die Seele füttern kann, mit denen man der Seele helfen kann. Und das sorgt dafür, dass letztendlich das Bewusstsein des Menschen zu seiner eigentlichen Aufgabe geweckt wird.
Und zwar, dass er eigentlich dafür geschaffen ist, Dienst und Gehorsam gegenüber Allah zu erbringen. Und zu der letzten Frage, woraus das Fasten überhaupt besteht. Das Fasten wird oftmals als nur Hungern wahrgenommen. Das heißt, dass man nur auf Essen und Trinken verzichtet. So ist es aber nicht. Es geht nicht nur darum, den Magen leer zu halten. Es geht auch darum, den Augen, den Mund, der Zunge, den auch der Fantasie, selbst diese Sachen fasten zu lassen. Das heißt, von den unnötigen weltlichen Dingen abzuwenden, um die Augen auf die schönen majestätischen Sachen zu lenken, die Allah auf dieser Erde geschaffen hat. Auf die schöne Ordnung zu lenken. Und die Ohren nicht mit sinnlosen Sachen zu füllen, sondern mit Koranrezitationen oder mit anderen Gebeten zu erfüllen. Und die Fantasie nicht dazu benutzen, indem man an irgendwelche weltlichen Dinge denkt. Indem man sich Sorgen über die Zukunft macht, indem man sich denkt, wie werde ich wohl in 10, 20 Jahren aussehen, was werde ich in 10, 20 Jahren machen oder damit beschäftigt, was in der Vergangenheit mal war. Sondern, dass man die Fantasie dazu benutzt, Allah weiter kennenzulernen. Dass man sich einen Baum anschaut und sich mal Gedanken darüber macht, wie Allah diesen Baum geschaffen hat. Wie er ihm diese Form gegeben hat. Warum ein Apfelbaum ist. Wieso ein Orangenbaum ist. Obwohl es sich mit denselben Sachen nähert. Das sind halt so Sachen, woraus das Fasten besteht. Nicht nur aus Hunger. Dass man wirklich dem gesamten Körper, als auch dem Ego, das die Menschen hineingelegt ist, fastet. Als letztes hatten wir auch die Abhandlung zwischen Allah und dem Ego, wo Allah dem Ego hungern lässt. Diesen Abschnitt wollen wir aus dem 29. Brief selber mal lesen. Und zwar ist es der 9. Abschnitt auf Seite 749. Unter den Weisheiten des Fastens im heiligen Monat Ramadan hinsichtlich der unmittelbaren Zerstörung der eingebildeten Selbstherrlichkeit des Egos und der Bekanntgabe ihres Dienstes und ihrer Anbetung durch einen Hinweis auf ihre Schwäche ist eine Weisheit die folgende. Das Ego ist von sich aus nicht geneigt, ihren Herrn zu erkennen. Wie ein Pharao will sie ihre eigene Herrschaft aufrichten. Wie vielen Qualen sie auch immer ausgesetzt wurde, dieser Charakterzug bliebe dennoch in ihr erhalten. Durch den Hunger wird jedoch diese ihre Grundneigung gebrochen. So wird denn im heiligen Monat Ramadan ein direkter Schlag gegen die Frontlinie des Egos und ihr pharaonengleiches Verhalten geführt. Ihre Schwäche, Ohnmacht und Armseligkeit werden aufgedeckt, so erfährt sie, dass sie ein Diener und Anbeter ihres Herrn ist. In den Ahadith begegnen wir folgende Überlieferung. Allah befragte das Ego, was bin ich, was bist du? Das Ego sagte, ich bin ich, du bist du. Allah unterzog sie darauf einer Strafe. Sie wurde in die Hölle geworfen, dann stellte er wieder dieselbe Frage. Sie erwiderte auch diesmal, ich bin ich, du bist du. Welcher Strafe er sie auch unterzog, sie ließ von ihrem Trotz nicht ab. Da verhängte er über sie die Strafe des Hungers. Mit anderen Worten, er ließ sie hungern. Dann befragte er sie von neuem. Men ana wa ma anta, wer bin ich und was bist du? Nun sagte die Seele, anta rabbir rahim wa ana abduka al-ajiz. Das heißt, du bist mein barmherziger Herr, ich hingegen bin dein schwacher Diener. Das heißt, wenn wir unserem Ego klar machen wollen, dass wir uns nicht der Herr sind, dass sie gar kein Recht zur Selbstverherrlichung hat, müssten wir das Ego hungern lassen, um damit unsere wahren Aufgaben nachkommen zu können und merken zu können, es ist ein Allah da und er ist mein Herr, ich bin nicht Herr über mich selbst. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلامة